Doch, doch, Sonntagabend habe ich Zeit, bin dann vermutlich ziemlich müde und kaputt, aber ich werde da sein. Das ist cool, Joni. Also, du Bock hast halt, ne? Wenn du müde bist und schlafen willst, dann tu das Sonntagabend. Abgehoben, ja, ich wusste es, ey. Sowas wird geklippt, ne? Aber wenn ich hier in Banditencamp reinfahre und mich vor, mir vor Angst in die Hosen fast pisse, nö, das ist nicht witzig, ne. Nee, das klippen wir nicht. Aber wenn ich sage, boah, ich bin abgehoben. Janik, bist du von Spielzeugwaffen überzeugt? Hä, was? Was ist das denn für eine Frage? Was heißt denn überzeugt? Ich finde, wie in jedem amerikanischen Haushalt sollte jeder einen unterm Kopfkissen liegen haben. Eine Spielzeugwaffe. Wieso sollte ich das klippen? Ja, Kami, ich sag ja, das wird natürlich nicht geklippt. Warum auch? Ach, jetzt wird es aber schön hell hier. So, 8 Nägel, 9 Components. Aber wir haben genug von dem Scheiß. Kann Bobby nicht mehr tragen. Tut mir leid, aber Bobby, du musst ausziehen. Also nee, ich werf dich nicht raus. Ich habe extra ein Eigenheim für dich gebaut. Ah, da müssen wir hin. Da müssen wir hin, Deutsch. Vier Nägel. Müssen wir noch Nägel herstellen. Joni, bist du da? Frau Joninchen? Hallo? Ach, wir hatten doch genug Blätter, habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber genau. Okay. Oder hatte ich eben irgendwie eins aufgehoben, unbewusst? Bestimmt. Das ist sehr schön. So, Bobby. Ob du willst oder nicht. Ja, bin ich wieso? Was habe ich verpasst? Hatte dich eben gefragt wegen Umzug, ob ich da richtig lag, falsch lag, habe ich irgendwie. Vielleicht hast du es auch gekonnt, extra ignoriert, dann halte ich jetzt die Schnauze und frage nicht mehr. Ich wollte nur wissen, ja, was abgeht, weißt du? Ach, dieser. Boah, ich nehme den jetzt mit, der nervt mich. Ich denke immer, da liegt was richtig Cooles. Ah, wir haben hier noch Sachen. Ja, dich auch, komm. Ja. Das können wir einbauen. Das können wir gleich essen und trinken. Naturschrank. Das können wir mal mitnehmen. Aber wobei, das essen wir nicht. Wir essen jetzt erstmal nur das Fleisch, sonst wird das schlecht. Sonst wird das so schlecht wie die gebrannten Mandeln, die Mary dem Yannick schickt. Ihr gekonnt ignoriert. Wieso nehme ich das eigentlich mit und move das nicht einfach hoch? Das war richtig, richtig smart von mir. Ja, alles gut, Juni. Also, ich hatte nur gefragt, wie kommst du, dass du umziehst? Du hattest zuletzt bei deinen Eltern gewohnt, oder? Und hattest du nicht davor schon mal in einer eigenen Wohnung gewohnt und dann zu den Eltern jetzt wieder woanders hin? Oder irre ich mich da? Oder ja, da wollte ich nur fragen, was so abgeht. Vielleicht liege ich auch mit allem komplett falsch. Das sieht ja richtig scheiße aus. Kann man das nicht näher? Ah. Ja, das sieht doch. Boah. Nice. Nice, nice, nice. Und tun wir das mal da rein. Das passt irgendwie dazu. Ja, das trinken wir gleich. Keine Ahnung. Ja, das dahin, das dahin. Ich glaube, die anderen Sachen, da haben wir schon über einen Platz für, ne? Weiß nicht mehr genau. Boah, Junge, diese Stille. Mensch, hat Bobby die Schnauze. Nee.
Warte mal, doch, Tücher waren da. Aber ist nicht irgendwo auch die Schere? Was macht die denn hier drin? Keine Ahnung. Nägel könnten wir mal hier rein tun. Das macht schon Sinn. Ein Stift eher nicht. Ja. Sieht doch sauber aus. Was kostet mal ein Eimer? 4,1. Naja. Ja, bin ja jetzt mit dem Studium fertig, habe einen Festvertrag und so. Aha. Aha. Wieso erfährt man das hier nicht mal früher? Deshalb sagte ich, es wird langsam Zeit, mal von zu Hause auszuziehen. Und ja, das tue ich jetzt zum ersten Zweiten. Aber warst du schon mal von zu Hause ausgezogen? Oder meine ich das so? Stimmt, meine ich das so. Keine Ahnung. Also, klang ja jetzt nicht so, deswegen vielleicht, wahrscheinlich klang ich aber falsch. Ich erinnere mich, dass wir noch hier so ein Bärenfell haben. Das sollten wir vielleicht mal aufhängen. Dazu brauchen wir das da. Oder wir könnten ja. Hat sich dann da noch durch? Neverland würde sagen, nein. Kann das so in der Luft schweben? Ich weiß es nicht. Das wäre natürlich cool, du. So müsste ich doch noch dann durchpassen, oder? Kann mal speichern. Muss einfach mal probieren. Du bist ja nie da. Ich weiß, Juni. Ich weiß. Es tut mir so leid. Ja, Yannick, öffne doch noch dreimal den Schrank. Vielleicht fällt dir dann wieder ein, was du wolltest. Ich wollte Nägel. Oh. Genau. Dann brauche ich noch Hölzer, ne? Vier. Also noch vier. Nichts mehr an Holz. Alles verarbeitet? So gar nichts mehr? So nichts? Feuerholz, okay, aber. Na dann. Ja, bisher immer bei meinen Eltern gut. Achso, ja. Dann hatte ich das irgendwie falsch in Erinnerung. Mein bei Eltern wohnen ist halt auch schon nice. Aber cool ist halt natürlich auch alleine wohnen und somit machen können, was man will. Also, egal wie chillige Eltern man hat, ist trotzdem nicht dasselbe, als wenn man alleine wohnt. Weil wenn du alleine wohnst, kannst du halt wirklich machen, was du willst. Ohne Rücksicht nehmen zu müssen auf andere. Klar, wenn du zur Miete wohnst, solltest du nicht jeden Tag laut Fett Party machen. Ach, zur Miete, das macht doch keinen Unterschied. Nee, ich meinte hier mit mehreren, ne? Also in einem Mehrfamilienhaus oder so. Also direkte Nachbarn hast, die alles hören, dann vielleicht nicht Fett Party machen jeden Tag. Aber ansonsten kann man halt so ziemlich machen, was man will. Immer haben wir Hunger und Durst, wieso? Warum?
Und hast du denn eine schöne Wohnung gefunden, wo du wirklich richtig, 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 richtig zufrieden bist? Und genau, ist es zu teuer? Zahlst du achtstellig im Monat? Ach so, sonst wärst du gerne schon vorher ausgezogen, Juni. Das hier ist übrigens kein, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das irgendwie falsch rüberkommt oder so, ne? Das ist nicht so. Wie kann man noch bei den Eltern wohnen? Wirklich gar nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwas Falsches gesagt habe oder so. Wenn man bei den Eltern noch wohnen kann, immer nice. Also immer ausnutzen. Also nicht die Eltern ausnutzen, aber dass man da wohnen kann, halt nutzen. Weil ich bin ja mit, ja, direkt 18 ausgezogen, ne? Also nicht direkt, direkt, die Schule noch, das Abi noch gemacht, aber danach. Und, war das schon früh. Im Nachhinein. Hä? Also ich weiß, was wir da. Ah, wir haben das nicht dabei. Ich erinnere mich. Wir haben das hinten in dem coolen Kofferraum drin. Okay. Lass uns mal holen fahren. Hier passt man gut durch. Dann machen wir doch direkt beides in einem. Müssen wir auch Wasser holen, früher oder später. Eine super Idee. Hier war das hier. Hier. Ah, hier. 14, 4. Das nehmen wir jetzt einfach mit. Der Naturschrank. Nee, jetzt, ne? Ich wohne auch noch bei meinen Eltern. Hey, ja, eben. Also, warum nicht, Kami? Aber ich merke immer mehr, dass ich mich zu Hause manchmal nicht mehr ganz so zu Hause fühle und es vielleicht Zeit für was Neues wird. Ja. Also ich schätze mal nicht, weil irgendwas nicht richtig läuft, sondern einfach, weil du denkst, ne? Weiter geht's. Das kann ich voll und ganz verstehen. Okay, dann machen wir noch 4 Woods. Ja, wäre vielleicht schon früher ausgezogen, wenn es möglich gewesen wäre, aber jetzt auch für mich gar nicht schlimm, dass ich es nicht konnte. Ich gut mit meinen Eltern verstehe, von daher, ja, eben. Aber irgendwann muss der Linksschritt ja dann doch mal sein, ja. Das ging mir jetzt auch alles schneller als erwartet, aber ich dachte mir, wenn es passt, warum nicht? Ja. Ja, das klingt jetzt auch für mich so, als wäre das alles so ein bisschen so, auf einmal ging es los. Was nichts Schlechtes sein muss, nur ich war jetzt auch überrascht. Du bist hier, womit bist du nochmal fertig geworden jetzt? Was hast du fertig gemacht? Wir lassen die Boots hier. Weil dann können wir auch direkt zum Kofferraum des weißen Autos gehen. Dieser smarte Yannick, ey. So. Richtig so, oder? Das ist alles okay zu Hause, aber irgendwie fällt mir da manchmal die Decke auf den Kopf, weshalb ich auch oft bei Freunden war am Wochenende. Ja, das ist ja eh normal, aber also gut, bei Freunden am Wochenende ist ja eh. Das bin ich auch häufig gewesen oder auch immer noch, immer mal wieder. Das kann. Ich bin ja bei meinen Großeltern aufgewachsen, ne? Ab 14. Also Ende 13. Und wenn ich dann schon mal am Wochenende weg war oder so. Die hatten jetzt nicht voll auf den Eindruck oder so, aber ich glaube, die haben manchmal vielleicht gedacht, glaube ich, dass ich ja irgendwie dort keinen Bock hätte oder so. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern es geht halt einfach nur darum, Freunde halt sein. Ne? Das ist auch irgendwie was anderes. Also man ist mal woanders, bei Freunden ist immer lustig, macht mehr Spaß. Jo.
Ach, dieser Bär. Wieso kommt er denn jetzt auf mich zu? Der soll woanders lang gehen. So. War nahezu jedes Wochenende ein komplettes Wochenende bei meinen Freunden. Ja, das ist aber bei mir auch mal manchmal. Also, es gab so Zeiten. Ich meine, das, ja, manchmal, vielleicht ist es echt ein bisschen komisch für manche, aber keine Ahnung, ist das halt normal irgendwie auch, ne? Also macht Bock, so bei Freunden zu sein. Also, ja, kann man ja nicht anders sagen, ne? Also hier ein Adler, ne? Oder hier aus dem ne, Twitch oder aus dem Chat, der eben auch hier war. Oder vielleicht auch noch hier ist, ich weiß es nicht. Oder Bariton. Es sind ja Freunde aus meinem Umkreis hier und die, also die zwei wissen auch. Die können bestätigen, dass man dann, ja, bei denen, ich sag mal, bei denen war ich auch schon manchmal am Wochenende oder sogar eine Woche. Von daher. Bin so hohl. Also es geht. Ich meine, es ist. Ich bin so halb hohl. Ich habe keinen Eimer. Ich wollte hier diesen Tank bauen. Weil dann konnte ich hier mit dem Eimer einfach zack, nach und nach 100 Liter da reinballern. Und mit dem, den kannst du ja tragen. Auch wenn 100 Liter Wasser drin sind. Aber gut, das stellen wir mal nicht in Frage. Und dann hätten wir die nach Hause tragen können und hätten 100 Liter Wasser gehabt. Verunreinigtes, ne? Aber das kann man dann nach und nach verzaubern. Und dann wird es zu heiligem Wasser. Und dann kann man es trinken. Dann hätten wir nur noch mal kurz zur Kirche gemusst. Und dann hätte der Ariel uns geholfen, ne, dass es heiliges Wasser wird. Und dann, ja. Also ich meine, ich könnte es ja eigentlich trotzdem bauen. Also es kommt ja nicht weg. Glaube ich. Zumindest. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ach Mann, ich meine, wir haben immerhin die Sachen geholt, aber das hätte ich halt auch mit dem Auto machen können, das wäre viel schneller gegangen. Jetzt haben wir schon 14 Uhr. Auch noch ein Eimer, ey, Scheiße. Den Tag überleben wir noch easy. Aber morgen brauchen wir echt einen Eimer langsam, sonst wird's kritisch im Wasser. Mit der Pepsi. Davon haben wir nämlich nicht mehr so viel. Um die andere Frage zu beantworten, ja, ich glaube, ich werde mich ziemlich wohlfühlen. Wohlfühlen. Bin in 5 Minuten bei der Arbeit. Oh, nice. Habe 2 Zimmer im Erdgeschoss. Die Wohnung ist letztes Jahr renoviert worden. Habe eine Einbauküche und vor allem eine Badewanne. Und der Mietpreis ist echt gut in Ordnung. Ey, das klingt ja nach einem richtigen Jackpot. Jetzt mal ohne Scheiß. Also, ich bin mehr der Duschtyp, aber ich weiß, das ist jetzt nicht sexistisch gemeint, falls das jemand falsch aufgreifen möchte. Eigentlich gibt es da eh keinen Grund zu. Aber ich denke oder weiß, dass weiblichen Geschlecht das dann doch eher öfters schon mal wichtiger als eine Badewanne. Ich meine, ich habe mich so ziemlich seit ich 14 bin eh damit abgefunden, eine Badewanne nicht zu passen. Also, ja, wobei, ja, ich weiß nicht mehr, wem war das denn? Aber irgendwer hat, die hatten eine richtig lange Badewanne. Boah, das war geil. Aber ansonsten hängen meine halben Beine raus. Also, das ist nicht so cool. Aber es ist für mich auch nicht so wichtig irgendwie, weil Duschen ist, ja, weiß ich nicht. Hör mal, von wegen weibliches Geschlecht gibt ja wohl nichts Besseres als eine Badewanne. Ja, ich wollte damit nicht sagen, dass das nur den Frauen vorbehalten ist. Wirklich gar nicht. Das ist für Männer genauso entspannt, aber keine Ahnung. Also ich habe eher das Gefühl, dass denen das häufiger nicht so wichtig ist wie Frauen. Weiß ich nicht. Vielleicht haben die keinen Bock auf Entspannung. Und mit die meine ich auch mich. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, ich sage ja nicht.
dass ich, dass das ein Frauending wäre oder so, das null. Sowas von null. Warum auch? Hä? Warum? Warum? Aber ja, ich bin mal so aufgefallen, ne? Ja. Dieser eine Stein, ne? Haben wir nicht woanders noch Platz? Ah? Aha. Im Naturschrank nämlich. Oh, Blatt. Blatt ist immer. Da werden echt noch genug hier. Die Arrows. Okay, die Patronen. Das machen wir hier hin. Nee, dahin. So. Jedenfalls fassen wir mal zusammen, Juni. Das klingt wirklich sehr, sehr, sehr nice. Bei den Etagen finde ich cool. Also ich bin kein Fan von. Also klar, wenn du eine coole Aussicht hast, ist es schon geil, aber ansonsten bin ich irgendwie nicht so der Fan von Stockwerken. In so und so vielen Stockwerk oder so. Keine Ahnung. Ach, das eine hatte ich doch extra mitgenommen. Wie waren das nochmal? Vier. So, diese Sachen benötigen wir dann später. Also ich wette mit euch, bei irgendeinem Haus finden wir auf jeden Fall einen Eimer, deswegen versuchen wir vielleicht noch einen zu kriegen, bevor wir ihn selber herstellen. Ich bin letzten April mit meinem Studium fertig geworden und habe soziale Arbeit studiert. Ich wusste irgendwas im Sozialbereich, aber ich wusste nicht mehr, was genau. Ne? Und seit August habe ich jetzt eine Vollzeitarbeitsstelle. Mein Chef hat mir schon gesagt, dass er mich nach Ende der Probezeit nächsten Monat sehr gerne behalten will. Du bist schon so lange dabei beim Arbeiten? Ich dachte die ganze Zeit, du wärst noch voll und ganz im Studium. Und sich weiter auf die Zusammenarbeit freut und so, ja. Wie lange ging denn deine Probezeit? Gingen die weniger als 6 Monate oder sind schon 6 Monate um und ich verpasse die Zeit irgendwie? Eine Woche war ich auch schon bei Freunden. Ja, ich auch, Kami. Aber wenn ich dann wieder zu Hause bin von Freunden, dann fällt mir umso mehr die Decke auf den Kopf. Echt? Ja, das fand ich jetzt nicht so schlimm irgendwie. Also die Abwechslung war eher cool so. Also ich mag es auch mal allein zu sein. Das finde ich nicht so schlimm. Warte zwar gerne, aber mach es doch nie, weil ich da immer so total Ausschlag kriege. Du kriegst Ausschlag vom Baden? Wegen was denn? Wegen irgendwas Bestimmten? Ey, danke, Aria, du verstehst mich. Ey, ich habe nie gesagt, dass ich das den Aspekt des Badens nicht verstehe, aber es ist nicht so meins. I swear, ich hasse Baden. Duschen ist viel besser. Duschen geht halt schneller, ne? Wenn du dir halt so ein Babyplanschbecken hinstellst, bist du selber schuld. Ich habe eine extra große Zwei-Personen-Wanne, das ist Luxus pur. Okay. Ariel, ey, ohne Scheiß, Respekt. Richtig nice. Voll cool, wirklich. Ja gut, ich wohne halt zur Miete, ne? Aber selbst wenn, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir so eine riesen Badewanne da leisten könnte. Die kostet ja auch ein bisschen mehr, ne? Ich weiß nicht, ob ich mir dann überhaupt eine holen würde. Ich wäre dann irgendwie zu geizig, glaube ich. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich habe genug. Fürs Haus. Kaufe mir jetzt ein Haus. Ich baue mir ein Haus. Ich wüsste nicht, ob ich eine Badewanne mehr reinbaue. Aber das ist ziemlich cool. Ich meine, ich bin nicht klein, vom Durchschnitt her. Aber ich bin ja jetzt auch keine 2 Meter. Aber trotzdem passe ich in die Badewanne nie rein. Von der Länge her. Weil Badewannen halt echt klein sind in der Regel. So muss ich sagen. Ich finde Baden auch irgendwie voll, ja, eigentlich unhygienisch. Ja, wenn du so drüber nachdenkst schon. Man liegt in seiner eigenen Drecksuppe, die von Zeit zu Zeit kälter wird. Ihh, wenn du es so sagst. Naja, ich gehe ja nicht baden, um sauber zu werden, sondern um zu entspannen. Jo. Wenn ich sauber werden will, gehe ich auch duschen. Das Geheimnis ist, das Bad nicht wie im Mittelalter nur einmal jährlich zu nehmen. Ich sag mal, wenn du nur einmal das Wasser tauschst im Jahr, dann wird es echt irgendwann kalt, das Wasser, ja. Und auch eklig. Es badet ja auch keiner täglich, sondern ab und an mal. Ja, klar. Für den Alltag ist Duschen natürlich viel praktischer, das ist ja völlig klar. Jo. Ja, wir Team aus der Team Dusche wollten jetzt nicht sagen, dass ihr Team Baden irgendwie dreckig seid. Das wollten wir nicht sagen.
Aber ich verstehe Ninis Aspekt. Aber darum ging es mir eigentlich tatsächlich nicht mal, sondern einfach, ja, erstens Größe und zweitens kein Bock irgendwie, dann. Nee, weiß ich nicht. Stehe auch manchmal vom Duschen Ausschlag, nur nicht ganz so oft. Bei Bahn ist es noch extremer. Aber egal welches Shampoo du benutzt und sowas alles, davon ist es nicht abhängig. Ob es eine. Keine Ahnung, ob es eine Art Wasserallergie ist. Boah, das wäre krass, ey. Also Wasserallergie hart. Ohne Scheiß. Aber du kriegst verschiedene Größen. Bei den Badewannen. Ja, aber die kosten doch. Ist das nicht so, dass bei der Badewanne die größeren wirklich auch sehr viel mehr kosten, so? Also, ist das nicht so? Vielleicht labe ich auch Scheiße, aber ich habe im Kopf, dass es nicht so prozentual ein bisschen mehr wird, sondern wirklich sehr viel mehr. War auch schon beim Arzt deswegen, der dann so, was, der Ausschlag dauert nur maximal eine Stunde und dann ist er nicht so schlimm. Ja, toll. Trotzdem nervig, ey. Wasserallergie, ich. Also, wir sind einfach, wie viel? 60, 70% Wasser? Und können uns trotzdem gibt's Menschen mit Wasserallergie. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht. Also ich weiß, das Wasser ist drin und da geht es um das Wasser von draus, aber ne, ihr versteht, was ich meine. Es ist so dämlich. Kann die Natur sich nicht was anderes überlegen, jetzt so ein Scheiß. Ja gut, bei deiner Körpergröße kann ich es auch verstehen, aber ich passe halt in so ziemlich jede Badewanne rein, dass der Vorteil nicht so groß zu sein. Ja, auf jeden Fall. Nee, meine Zelt zum Beispiel als Zwei-Personen-Wanne ist aber eigentlich auch für 2 Meter Menschen, ohne dass dann Füße oder Knie rausschauen. Der Preisunterschied war minimal. Ich habe immer anderes gehört. Ich muss halt zugeben, ich habe jetzt nicht selber gesucht. Deswegen habe ich jetzt anscheinend Scheiße gelabert. Aber ich dachte mal, das wäre so, weil ich immer gehört habe, die wären dann so richtig teuer. Ich habe aber nie jetzt gesucht, weil, warum auch? Ich hatte jetzt nicht vor, mir eine eigene Badewanne zu kaufen. So ohne Haus, ohne Eigentum. Einfach so hier in den Garten, ne? Ich habe mir mal eine Badewanne geholt. ja, deswegen bin ich immer davon ausgegangen, dass das stimmt. Preisunterschied war minimal, das hätte ich nicht gedacht. Aber es ist echt und oft, also sehr oft in Wohnungen und Häusern so, dass die Badewannen klein sind. Muss immer drauf achten. Also barriere nicht, okay. Aber sonst meistens. Ich war echt erst einmal in einem Haushalt. Die hat echt. Oh, die war groß. Ist halt auch kein besonders luxuriöses Ding. Also kein Whirlpool oder so. Einfach nur eine Wanne, die so 20 bis 30 cm länger ist. Okay. Keine Ahnung, was die dann erzählt haben, bei denen ich das immer so mitbekommen habe. Woher die das haben? Vielleicht wollten die mal eine Luxuswanne. Und wenn die Luxuswanne dann noch größer ist, dann wird es richtig teuer oder so. Ich weiß es nicht. So mit Drüsen und so, weißt du. Ja, irgendwie ist es auch nicht vom Shampoo abhängig. Vor allem würde es immer noch nicht erklären, wieso es auch beim Schwitzen passiert. Ach so, ja, schon hast du eben geschrieben, auch beim Schwitzen. Ja, das ist echt krass. Dann macht das Shampoo ja auch keinen Unterschied. Oder Duschgel oder was auch immer. Nee, 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 nee. So, let's go. Wir müssen, ne? Überleben und so. Oh, ich dachte, ich bleib da hängen. Wir müssen einen Eimer finden. Genau, das wollten wir. Kann ich hier beim Fahren wohl wieder kaum lesen, ne? Sonst brauchst du einen Unfall safe. Aber ja, mein Installateur meinte damals auch, dass er sich gar nicht erklären kann, warum heute überhaupt noch jemand die kleinen Wannen verbaut. Ja, ich weiß halt auch nicht. Also, das ist ja echt total gängig, sag ich mal, ne? Oder üblich, dass du immer diese kleinen Wannen hast. Ja, dann verstehe ich es halt auch nicht, wenn der Preisunterschied jetzt gar nicht so krass viel mehr dadurch wird. Warum das früher verbaut worden ist, ist natürlich dann auch fragwürdig, weil die Badewannen wurde ja. Also, ja. Im Mittelalter waren wir mal kleiner, okay. Aber. So, dass die haben die Badewannen schon ein bisschen früher dann eingebaut, aber doch nicht im Mittelalter, also.
gab es ja auch schon was größere Leute, würde ich jetzt mal behaupten. Also keine Ahnung, ich finde halt, dass bei manchen Sachen echt kleine und so, also sowohl kleine als auch große, ne, in beide Richtungen ganz, total, ne, also safe. Nicht nur in eine Richtung oder so. Hier waren wir schon überall, ne? Ja, die Zigarette, ich erinnere mich. Dass echt bei vielen Sachen halt irgendwie nicht richtig drauf geachtet wird. Aber das ist ja nicht etwas, was bei wenigen Leuten los ist. Also allein, wenn ich immer überlege, das habe ich euch schon mal erzählt, was hier so Schuhwerk angeht und so. Schuhkauf, Schuhverkauf, wie auch immer. Ja, hier sind halt Banditen, ne? Aber ich habe keinen Bock auf Banditen. Versuch mal, die zu umfahren. Also nicht umfahren, töten, sondern umfahren. Ich liebe Deutsch. Ja, auf jeden Fall, genau. Zum Beispiel Schuhe. Ne? Wenn ich jetzt nach Köln fahren würde, eine größere Stadt, wäre jetzt nicht ganz so weit von mir. Ja, okay, kein Problem. Da gibt es das schon so teilweise. Aber hier in den Schuhläden damals hier immer, in Düren, nö. Da gab es schon was in meiner Größe, aber nur so Herrenschuhe. Ne? Und ich war ja dann 14, 15. Und klar könnte man jetzt vielleicht sagen, ja, das ist aber auch schon sehr groß, bla bla bla. Ne? Also Schuhgröße 6. 40 habe ich ja. Ach du Scheiße. Ja, so fahre ich auch immer in Real Life. Schuhe 46 ist ja jetzt auch nicht klein, aber es ist halt auch nicht absurd riesig. Das ist nicht mehr so. Also, wenn ich jetzt allein in meiner Stufe früher geguckt habe, wie viele Leute Schuhgröße 45 oder mehr hatten, das waren jetzt nicht ein, zwei, das waren viele. So, und wie gesagt, ich bin ja jetzt auch keine 2 Meter oder so. Ne? Also, okay. Ein bisschen unverständlich ist schon bei solchen Sachen, dass die dann kaum Auswahl haben. Und ja, auch bei so Badewanne oder so, ne? Das ist. Na gut, dass man nicht mal eben die Badewanne tauscht. Klar, alles gut. Aber kannst du mir nicht erzählen, dass sie die alle eingebaut haben, dass denen das dann immer egal war. Aber vielleicht war es damals ja sehr viel teurer. Ich weiß es nicht. Jawohl, diskriminiert die kleinen Großärgen. Oh, der fand das wohl gar nicht lustig. Ah, nur der Durchschnitt, ne? Das sind die richtigen Leute, ja. Das sind die echten. Weg mit dem Schmutz, die anderen, ey. Über- und unterdurchschnittlich, egal in welchen Sachen. Nee, kann ich gar nicht ab, sowas. Wolltest du Damenschuhe? Nein, das ist es ja. Ich wollte einfach nur Chucks. Ich wollte ganz normale Chucks haben. Mehr nicht. Und nach 3 Läden, wo die ein Laden hatte, einmal Chucks in Größe 46. Also schon ein Schuhpaar, nicht nur ein Schuh, aber, ne? Oh oh. Wieso kommt der denn raus? Irgendwie nicht ganz dicht. Oder du darfst nicht an. Alles nicht. Wann ist das der? Rauskommt. Wieso kommt die raus? Spiele, das sollen die nicht. Also schon so ein bisschen, aber die chillen da einfach. Ja, keine Ahnung, was mit dem Spiel gerade kaputt ist. Okay. Haben wir das auch geklärt? Naja, genau. 3 Läden und einen, die hatten das dann in Grau. Ich hatte, also, war jetzt nicht so, ich will unbedingt die Farbe, aber ich weiß halt jetzt nicht Grau. Ja, und dann habe ich halt bestellt im Internet. Und seitdem bestelle ich im Internet die Schuhe. Und weil ich weiß, dass Chucks ganz gut zu meiner Form passen. Also ich habe relativ schmale Füße, aber eben halt lange, ne? Deswegen, also Groß 46 ist ja jetzt nicht so super klein. Weiß ich halt immer, okay, die Chucks kann ich bestellen in 46 oder 46,5. Und dann passen die mir einfach. Generell bei Kleidung ist es natürlich schwierig, weil die ja immer anders ausfallen, die Sachen, bla bla bla, natürlich. Aber da ich fast immer dieselben Schuhe hole,
Und zwar Chucks, weil die einfach für mich am gemütlichsten sind, perfekt. Ist mir das egal und seitdem habe ich abgeschrieben. Ich meine, es ist natürlich doof, wenn man nicht kleine Läden in seiner Stadt dann irgendwie unterstützt. Wobei die Schuhläden in unserer Stadt dann auch eher Filialketten waren. Ne? Also es war jetzt nicht so den kleinen Markt unterstützen, sondern eine der Filialen von 1000. Aber trotzdem, wie soll ich die denn unterstützen, wenn die nichts für mich haben? Kann ich ja auch nichts für. Und ich kann mir das halt irgendwie nicht vorstellen, dass das keiner kaufen würde. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie sagen, nee, die werden wir ja nie wieder los. Wer hat denn so Riesenfüße? Keine Ahnung, 10% der Menschen so. Ich höre mich ein bisschen an, als würde ich mich so richtig hart darüber beschweren. Ne? Das ist so das Allerschlimmste der Welt für mich. So meine ich das jetzt auch nicht, aber es ist halt ein bisschen nervig, ne? Und das, wie gesagt, das geht in beide Richtungen, ne? Ist ja nicht nur bei Größe, sondern so, sondern auch bei Klein. Und wie gesagt, ich bin ja nicht mal so viel größer. Ich verstehe es nicht. Ach ja, mein kleiner 15-jähriger Bruder hat einfach Schuhe, sagt Fitz. Ja. Ja, ich meine, die Füße wachsen auch oft zuerst, ne? Also kann ja sein, dass der nicht mehr größere Füße überhaupt bekommt. Jetzt wächst halt der Rest noch, ne? Ne, Flaschen lassen wir erstmal hier. Zwei? Das zwei habe ich nicht richtig gedrückt. Ich weiß es nicht. Aha. Grafikkarte. Electronic Part. Wuff, wuff, wuff. Du, keine Ahnung, wir haben damals natürlich überall aufs Geld geschaut, wo man sparen kann und so. Und der Preisunterschied war so gering, dass wir ja gar nicht überlegt haben, die größere Wand zu nehmen. Die genaue Zahl kann ich dir. Ich denn, ey, alles gut. Ich bin sehr froh, das einfach erfahren zu haben. Ne? Weil, wie gesagt, ich hatte immer den Eindruck, und es hieß auch immer, so im Umfeld, ja, die sind halt viel teurer. Jetzt habe ich was gelernt. Ich wurde eines Besseren gelehrt. Er kann ein paar Jahren einfach Schuhschränke als Schuhe tragen. Ja, wenn er noch so weiter wächst, ja, ne, klar, aber kann gut sein, dass er auch schon dann aufhört. Also zumindest die Füße und dann der Rest noch wächst und dann. Ich hatte auch mit 13, glaube ich, Schuhgröße 45. Und dann, ja gut, es wurde noch 46, aber das war's, ne? Aber dann ist noch der Rest ein bisschen gewachsen und ja, dann habe ich auch aufgehört. Dann war es das auch für mich. Was nicht schlimm ist. Sind da Leute drin? Kann ich mal klingeln? Der Rest muss auch nicht mehr wachsen. Bei einer Größe von ca. 1,95, da bin ich ein Zwerg. Ja, okay, wenn er schon 1,95 ist. Aber es kann ja echt gut sein, dass er tatsächlich ja sogar nicht mehr wächst. Ne? Also. Wie viel Durst haben wir denn danach noch? Ich glaube, danach haben wir kaum noch Durst. Ne? Wenn wir eine ganze Cola trinken hier. Eine halbe kann man in dem Spiel nicht trinken. Ah, gut. Warte mal, ich will aber dann. Nee, lass mich die mal aufheben, bitte. Was ist das jetzt schwer, die aufzuheben? Nee. Es ging doch gerade noch. Nein. Sind die da festgepackt oder was? Also so im Sinne von. Hä? Da steht doch Pickup. Ja, dann klappt es halt nicht, dann bleibt er halt jetzt da liegen. Genau das wollte ich eigentlich vermieden haben. Scheiße. Ich glaube, wir müssen noch mal herkommen. Ich habe gar keinen Platz mehr hier. Shit. Das ist wichtig. Nice, oh, nur noch real. Können wir bald fischen gehen? Sehr cool.
Meinem Cousin war es gerade umgekehrt. Der war mit etwa 20 nur 1,60 oder so und pummelig. Dann hat er mit 21 oder 22 auf einmal einen Schub auf 1,85 oder so gebracht. Boah, das ist krass in dem Alter noch. Aber soll es halt geben, ne? Klar. Ja, bei mir war es halt immer so. Ich war meistens immer so, nicht unbedingt der Größte, aber einer der drei Größten oder so aus der Klasse. Eigentlich immer. Egal wo, ob Grundschulalter oder danach. Aber das war halt einfach immer nur, weil ich halt früh gewachsen bin. Aber nicht, weil irgendwie wir 2 Meter Leute nur in der Familie haben oder so. Und genau, mit 14, 15 begann das dann, wo die wirklich eine große Eltern haben und so, ja, mich langsam auf einmal überholten. Ne? Da fing die an. Da blieb ich dann plötzlich so. Seid immer sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Aber mit 21, 22 dann noch so zu wachsen, ist schon sehr krass, ja. Also nach 20 hört man ja eigentlich fast nie, ne, dass das noch passiert oder passieren soll. Ganz selten nur. Nach 20. Aber schnell gewachsen bin ich auch immer früher. Das ist ja meistens eigentlich gar nicht so geil. Ne? Also einmal im Sinne von Anziehsachen holen. Das ist nervig. Aber kann halt auch mit, ja, mit Schmerzen verbunden sein und so, ne? Also zum Beispiel Rückenschmerzen oder Beschwerden und so. Das hatte ich nämlich eine Zeit lang sehr, Rückenprobleme. Eben weil ich so schnell gewachsen bin. Weil, also ma bei manchen ist es noch übertriebener, noch krasser als bei mir, aber bei mir war es halt 3 Jahre lang 10 Zentimeter pro Jahr. Das ist halt nicht ohne, ne? Also es gibt natürlich noch viel krassere Fälle und so, das ist vollkommen klar. Aber auch das ist ja schon nicht langsam. Und ja, da habe ich ja manchmal ziemlich Rückenschmerzen gehabt irgendwie. Was mir aber auch irgendwann erst die dritte Ärztin gesagt hat. Davor hieß es immer, weiß ich nicht, ja, zu ungelenkig. Ich habe zwar Fußball gespielt, sehr viel, aber ich war jetzt nicht gerade ein Turner oder so. Ach, wir müssen ja nochmal hin, das bringt jetzt nichts. Ich bin voll. Wie vor haben wir denn 17 Uhr schon? Okay. Ich hätte halt gerne noch ein Bucket, ne? Wollen wir da hinten noch mal schnell gucken? Das ist schon heftig, jedes Jahr 10 cm zu machen. Ja, also es gibt ja echt Fälle, wo es noch viel krasser ist, ne? Wo die ja dann irgendwie 20 cm in einem Jahr machen oder so. Soll ich den auch nicht? Aber es war halt 3 Jahre lang konstant, 10 Jahre. Ach, 3 Jahre konstant, 10 Jahre. 3 Jahre lang konstant. Ah, ne, jetzt haben wir schon. Nehmen wir trotzdem mit, oder? 10 cm und ja, das ist. Hab dann irgendwann meine Ärztin gesagt, wo ich. Also an dem Tag, das hatte ich davor nie, war es so extrem, dass ich echt ins Krankenhaus gegangen bin. Die dann irgendwann gesagt, hat die, meinte die dann so, ja, das kann damit zusammenhängen, dass sie so schnell wachsen, ne? Das mit den Knochen vermessen hat bei meinem Bruder auch gemacht. Nach 20 habe ich nur von jemandem gehört, dass er noch einen Zentimeter gewachsen ist. Ja, das ist schon krass, ne, was Ariel meinte. Das ist echt nicht ohne. Ja. Also, das ist schon spät. Ne? Aber ja, irgendwie auch witzig. Ist mal was Neues hier. Es ist mal was anderes auf jeden Fall. Weil, ich meine, stell dir vor, halt, so mit deinen Freunden hängst du ab. Mit Anfang 20. Und dann sagen die immer mal, sag mal, bist du eigentlich irgendwie gewachsen? Hast du hohe Schuhe an? Voll cool. Ah, da sind schon 20 Liter drin. Man hätte auch jetzt echt erwarten können, hier so an so einem See, da bestimmt jemand einen Eimer liegen lassen. Ich meine, hier sind auch die ganze Zeit so Deko-Eimer, aber keine, die man mitnehmen kann. Ne? Ich verstehe es nicht. Ah, wir müssen auf jeden Fall noch hier hin. Hier ist ganz viel Loot. Geil.
Ein Zentimeter Wachstum pro Jahr ist die Norm in der Wachstumsphase und in der Regel sagt man, dass das Wachstum so mit 19, 20 abgeschlossen ist. Ein Zentimeter pro Jahr ist die Norm? Also in der Wachstumsphase, in der Pubertät, bist du sicher? Gut, vielleicht war er auch 1,70, nicht 1,60. Okay. Aber da kam so ein extremer. Ja, wenn man klein ist, kann man das auch gar nicht einschätzen, ne? Wenn man selber noch Kind war. Das ist, Junge, das ist so wie halt so Teenager, die so 1,70 sind oder so. Das ist nicht super klein, das meine ich jetzt nicht damit, aber sagen wir mal 1,70 und so ein Teenager, ne? Ganz normal, Größe. Ist einfach so ein Riese für einen als Kind. Das ist so geil. Jetzt einfach hier durch oder scheiß drauf. Banditen, scheiß auf ihn. Wir sind ja um die Uhrzeit gar nicht zu Hause. Wir sind ja feiern oder so. Hier war echt keiner, hat keiner geschossen. Cool. Es steht hier gerade in der Pubertät. Achso, okay. Sind es 5 bis 6 cm pro Jahr, aber die Normalwachstumsphase. Achso. Nicht in der Pubertät, die. Okay. Ich hatte jetzt gedacht, du meinst in der Pubertät die Wachstumsphase, weil das kam mir wenig vor. Ja, 5 bis 6 kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, und manche haben halt diese extremen Sprünge, ne? Wie bei mir teilweise, manche sogar noch krasser. Ja. Das ist für den Körper halt schon ungewohnt dann, ne? Vor allen Dingen, das Problem ist ja, dass du meistens nicht direkt immer gleichmäßig wächst. Das hat man ja oft, dass bei Teenagern das so wirkt, als hätten die irgendwie lange Beine und danach kommt manchmal erst der Oberkörper. Manche haben natürlich auch einfach lange Beine, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist ja auch das, was ich meinte mit den Füßen. Das ist voll oft so, dass die Füße ja dann zuerst wachsen und danach erst wieder der Rest. Richtig, richtig weird. Und das ist natürlich gar nicht so geil für den Körper, wenn du dann relativ schnell wächst. Und dann erst das, dann das, dann das. Das ist ja auch dann mit dem Gleichgewicht voll scheiße. Wenn du halt Turner bist oder so, ist das noch mal viel schwieriger, habe ich mir sagen lassen. Ich war jetzt selbst nie Turner oder so, keine Ahnung, aber das habe ich schon öfters gehört. Den Rest brauchen wir hier erstmal nicht, ne? 16 kann man in einem. Oh, okay, not bad. Bobby, ich bin zu Hause. Nee, jetzt hört man von dem gar nichts mehr, ne? Auf einmal, selbst wenn du daneben stehst. Aber ebenso. Ich hab's auch nicht ganz gelesen, um ehrlich zu sein. Ey, alles gut. Es kam mir nur dann doch ein bisschen wenig vor, weil manche machen ja schon extreme Wachstumsschübe. Aber so, ich weiß nicht ob, aber vor allen Dingen Frauen ja manchmal, ne? Wenn die am. Die kommen ja meistens früher in die Pubertät und so, und dann kriegen ja manchmal so richtige Schübe am Anfang irgendwie. Ist nur mein Eindruck. Ich habe kein Buch verfasst, keins gelesen, keine Ahnung. Es ist jetzt nur meine Erfahrung. Ne? Davon habe ich nichts gemerkt. Nie? Ich weiß ja nicht, bist du denn konstant einfach so? Einfach konstant gewachsen oder? Wie meinst du? Oh, ich muss eigentlich immer auf Toilette. Und zwar in diesem realen Leben. Weiß wieder nicht, wo ich die Sachen hin tun soll. Ja. Cola ist super. War da noch einer? Ja, die können wir uns einfach.
Zwergkami konstant kein geblieben. Ja, eben, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, aber vielleicht hast du, warst du sehr konstant im Wachstum, ne? Naja, wie gesagt, mit 13 habe ich aufgehört zu wachsen. In der Grundschule war ich gegenüber den Jungs relativ groß, aber das ist ja relativ normal. Und irgendwann habt mich alle überholt. Aber dann hast du doch bestimmt vorher schon so ein bisschen. Ich meine, gut, das ist halt lange her, ne? Man weiß es dann auch nicht mehr. So, also ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich mit 13 gemacht habe. Woran ich mich ja echt noch erinnern kann, weil, ne, wie gesagt, bei mir waren die Wachstumsschübe schon manchmal ein bisschen krasser, war sehr häufig so in der 6., 7. Klasse. Ich glaube, da bin ich echt so mit am meisten gewachsen. Beziehungsweise 5. bis 7., wie gesagt, diese, ne, 10 cm pro Jahr. Da war es echt krass, dass ich manchmal gemerkt habe, das klingt vielleicht bescheuert, aber es ist wirklich so, wenn ich nach den Sommerferien nämlich wiederkam und wir hatten zum Beispiel Sport dann morgens, habe ich manchmal gemerkt, wie die Klinke der Türe irgendwie ein bisschen niedriger geworden ist, weil ich halt größer geworden bin. Nicht super viel oder so, aber das kam einem echt manchmal sehr extrem vor. Richtig komisch. Aber genau das ist, was ich meine. Dann kommst du manchmal so aus dem Gleichgewicht auch so, weil du ja so unterschiedlich wächst und ach, alles wird. Alles. Zwerg, naja, 1,63 liegt, glaube ich, sogar fast im Durchschnitt. Ja, also bei Mädels, ne? Also ich meinte damit nur, ne, es gibt ja einen großen Durchschnitt für Frauen, einen für Männer und dann noch einen für alle. Gemixt. Nein, nein, nein. Ich wollte den Tank füllen. Oh Mann, was für eine Zeitverschwendung. Wir tauschen einfach mal. So. Nehmen wir hier das hier noch mit alles. Ja, perfekt, geht doch genau auf. Ah, das können wir hier lassen. So, für unser Ersatzauto. Jetzt schon vergessen, wo wir unser Ersatzauto haben, aber das werde ich bestimmt mal wiederfinden. Ich glaube, es ist das in der Stadt an der Tankstelle mit dem Gas. Stimmt. Ja, das ist jetzt hier der Alles-Schrank. Da kommt irgendein Scheiß rein. Aber Yannick, alles bei dir ist ein Alles-Schrank. Ja, vielleicht. Weil das hier ist schon so ein bisschen der Naturschrank, okay? Bisschen. Nicht ganz, aber ein bisschen. Das ist so der Krimskrams-Schrank, so mit. Ne? Ah, okay, es hat keine Ordnung, ist ja gut. Hatte doch auch mal Tücher hier dran. Ah, hier, boah, das passt ja genau. Super. So, ja, hier waren mal die Seile drin, aber die habe ich auch gebraucht, oder? Ja. Dann ist hier auch noch Holz drin. Das gehört eigentlich nicht da rein, aber gut. Noch Zeit, dass wir neue Schränke bekommen hier. Das essen wir morgen, das trinken wir einfach morgen. Ja, nee, nicht den Kanister, danke. Was brauchen wir morgen? Das ist der Munitionsschrank. So, wie viel zu trinken haben wir denn jetzt noch? Die Cola, die Cola. Das sind maximal, ja, 1,5 Tage, ne? Was ist denn jetzt, wenn wir echt ein Sch ja, ein Fall of Water? 2 Components. Eins und vier. Ich meine, es geht ja eigentlich noch. Was, wir haben schon 0 Uhr? Dachte, wir hätten so 9. Sind überhaupt noch Leute zum Zeichnen da? Sonst können wir Sonntag zeichnen, kein Problem. Also, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt auch noch das Stream fehlt. Ja, schon 0 Uhr. Oh, ja gut. Ich dachte, ich werde so 21 Uhr. Ja, okay, komm, ich beende mal.